Also, ein Kissen braucht ihr. Legt es euch erstmal nur zur Seite. Ihr braucht es nicht sofort. Wir beginnen im Liegen. Fehlt noch ein Licht. Na, legt euch auf den Rücken. Und legt die Hände entspannt auf den Bauch. Du kannst die Füße gerne schon aufstellen oder deine Beine ausgestreckt lassen. Nimm einen tiefen Einatmen. Lass deine Augen zugehen mit deinem Ausatmen. Und dann spüre in deinen Körper hinein, die Bauchdecke. Darf weich werden. Die Schultern spannst du zur Erde. Na, komm so, wie es für diesen Moment deinem Körper möglich ist, in einen vollständigen Yogi-Atem. Und spür dabei, wie sich im ersten Drittel der Bauch hebt, sich dann der Brustkorb füllt als zweites Drittel und als letztes Drittel auch die Schultern gefüllt werden, sich ganz leicht Richtung Ohrläppchen bewegen. Und atme dann bewusst aus, dass auch du die Entspannung in deinen Schultern spüren kannst. Bauch, Brustkorb, und Schultern füllen, einatmen. Und langsam vollständig ausatmen. Dabei die Schultern entspannen. Mal ein. Ausatmen. Zwei. Schöne, vollständige Atemzüge in deinem eigenen Rhythmus. Und jetzt geh gedanklich zu deiner Halswirbelsäule. Ja, mach dir die Halswirbel bewusst und konzentriere dich auf einen Punkt, während du einatmest und entspanne diesen Punkt mit deinem Ausatmen. Wandere dann mit deiner Aufmerksamkeit die Halswirbelsäule ein kleines bisschen runter, wirklich nur einen halben Zentimeter. Gedanklich einen Punkt fixieren, einatmen und ausatmend diese Stelle am Nacken entspannen. Noch einen dritten Punkt, vielleicht ein bisschen tiefer, dieser eine Wirbel, der hier etwas weiter aussteht. Einatmen. Und den Nacken ausatmend entspannen. Und nimm jetzt deinen Arm über, also nimm ruhig den rechten auf deinen linken Arm. Die Füße dürfen ein bisschen von deinem Becken weglaufen und rolle ein kleines bisschen, so dass du nicht über deine Finger rollst. Du kannst auch einfach mehr wirklich hier zu deinen Schultern greifen und hier sanft den oberen Rücken massieren. Geh mit deinem Blick bewusst mit, wenn du nach rechts rollst, folgen die Augen. Und nach links genauso. Oft kommen auch viele Spannungen in unseren Nacken durch einen Blick, der fixiert ist den ganzen Tag auf dem Bildschirm zum Beispiel. Deswegen bringe ich auch hier eine Bewegung in deine Augen. Ich komme in der Mitte an und wechsle einmal kurz deinen Arm, sodass der linke Arm auf deinem rechten Arm ist.
Auch nochmal locker. So, dass auch gerne deine Pobacke mal vom Boden wegkommt. Roll von links nach rechts. Und nach rechts kommst, löst sich die linke Pobacke vom Boden. Nach links gerollt bist, darf sich auch die rechte Pobacke vom Boden lösen. Bleib in deinem Kiefer entspannt. Und komm jetzt in der Mitte an. Die Arme legst du neben dir ab, mit deinem kleinen Finger zum Boden. Nimm deine Fersen jetzt etwas näher an dein Becken und lass eine kleine Lücke zwischen deinen Knien. Ja, vielleicht, wenn hier noch ein Block Platz hätte. Roll dich jetzt mit deinem Becken ein bisschen auf und streck die Arme zur Decke. Lass sie dann langsam hinter deinen Kopf zum Boden kommen, bis dein Daumen jetzt den Boden berührt. Bleibe. Atme ein. Und mit der Ausatmung rolle langsam die Wirbelsäule, dein Becken zum Boden zurück. Lass den Atem fließen. Führe deine Arme nach vorne zurück. Und heb nur dein Becken an. Nun deine Arme nach oben zur Decke ausstrecken. Einatmen. Und mit der Ausatmung bring die Arme hinter deinen Kopf. Leg diesmal deine Handrücken ab und rolle langsam die Wirbelsäule zum Boden zurück. Mal einatmen hier. Und mit dem Ausatmen bring die Arme nach vorne Richtung Füße zurück. Arme bleiben jetzt am Boden. Heb dein Becken. Heb die Arme zur Decke. Und diesmal schieb deine Schultern, also drück deine Schulterblätter in den Boden und führe die Arme hinter deinen Kopf. Halte diesen Kontakt und roll langsam zum Boden. Wirbelsäule und Becken ablegen. Durch die Nase einatmen. In der Ausatmung bring die Arme nach vorne zurück. Und heb jetzt die Füße vom Boden, leg die Hände zu deinen Knien und kreise hier die Knie voneinander weg und führe sie dann kreisförmig wieder zusammen. Während du jetzt hier deine Beine kreist, beobachtest du mal bitte, wie dein Hinterkopf sich so ein bisschen am Boden entlang reibt. Ja, einfach nur, um dir diese Verbindung im Körper bewusst zu machen von deinem Becken mit deiner Halswirbelsäule. Halswirbelsäule. So, ändere die Richtung deines Kreisens. Und dann kreise deine Knie nochmal zueinander und Richtung Brust. Roll dich auf mit deiner Stirn zu den Knien und roll dich jetzt zum Sitzen auf in deinen Schneidersitz oder in deinen Fersensitz. Nimm dir dein Kissen, um etwas höher zu sitzen. So, hebe deine Arme nun locker, also nicht zu hoch, sodass du in den Schultern entspannt bleiben kannst. Also eher ein bisschen tiefer. Mach eine lockere Faust. Und nun kreise beide Arme nach innen. Spür, wie dein Kinn ganz automatisch Richtung Brustbein sinken will. Dann schraub deine Arme aus und dein Kinn hebt sich. Einschrauben, dein Kinn zum Brustbein entspannen. Die Wirbelsäule wird rund, ausschraubend richtest du dich auf und machst das jetzt einfühlsam für dich weiter. Finde deinen Atemfluss, beobachte deinen bewussten Atem, der Impuls, der mit deinem Atem entsteht.
Wenn du das nächste Mal deine Arme ausgeschraubt hast, lass sie ausgeschraubt. Senk dein Kinn ein bisschen zum Brustbein. Also drehe jetzt diese natürliche Bewegung um, um eine neue Bahn, eine neue Nervenbahn in deinem Körper zu aktivieren. Und wenn du jetzt einschraubst, hebst du dein Kinn. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gemütlich, aber du gehst nur so weit, wie es für deinen Nacken passt. Ausschrauben, Kinn zum Brustbein. Und beim Einschrauben, Konzentration, dein Kinn heben. Das machst du jetzt mit deinem Körper genau das Entgegengesetzte, als es dein Körper von sich aus natürlich ausführen würde. Ja, durch die Langsamkeit und deine Konzentration, ja, schaffst du es, dich zu koordinieren. Und dann schraub nochmal ein, heb dein Kinn, leg die Hände kurz ab und atme durch. Wechsel jetzt dein Bein, jetzt dein anderes Bein nach außen. Und bring die Arme bitte nochmal auf Schulterhöhe und schraube jetzt entgegengesetzt. Also wenn dein linker Arm einschraubt, schraubt der rechte Arm aus. Und wenn der rechte Arm einschraubt, schraubst du deinen linken Arm aus, wie ein Handtuch, das du ausbringst. Und dein Kopf darf sich hier ganz natürlich mitbewegen. Wahrscheinlich geht der Blick immer zu der Hand, die nach oben zeigt, also die ausschraubt. Muss aber nicht sein. Finde deinen natürlichen Impuls. Und wenn du das nächste Mal zu deiner rechten Hand geguckt hast, dann lass die Arme so, wie sie sind und geh mit deinem Blick zu deiner linken Hand. Wahrscheinlich ist sie jetzt nach innen geschraubt bei den meisten, kann aber auch anders sein. Und koordiniere das jetzt nochmal, sodass du in die Richtung den Kopf drehst, die ungewohnt ist. Ne? Weil Verspannungen oft daraus entstehen, dass wir gar nicht das Spektrum unserer Bewegung nutzen, das möglich ist, unseren Gewohnheiten ein bisschen festhängen, die sich dann auch gerne in den Muskeln als Verspannungen zeigen. Gut. Und wenn du dann wieder den Blick zu deiner rechten Hand gebracht hast, nimmst du den Kopf zur Mitte, entspann deine Arme, atme tief ein, ausatmend, und leg deine Hände auf dein Brustbein und spüre mit deinen Händen, na, den Stoff, das war ganz fein werden in deiner Wahrnehmung. Mit ein bisschen Druck kannst du auch dein Gewebe spüren unter dem Stoff. Vielleicht auch deinen Herzschlag. Und hier durch diese Aufmerksamkeit wirklich bei dir anzukommen. Dir für diese Stunde deine vollkommene Aufmerksamkeit bewusst zu schenken. Ja, spüre, was dein Wunsch ist, was du in dir stärken möchtest, deine Absicht. Und dann blinzel langsam deine Augen auf und komme in den Vierfußstand mit aufgespreizten Fingern. Nimm dann hier dein rechtes Bein zur Seite raus und leg bitte die ganze Fußsohle ab. Dabei kann die Spitze vielleicht so ein bisschen schräg rausschauen. Drück die linke Hand fest in die Erde und heb deinen rechten Arm an. Einatmen,
Ausatmen, dreh dich an, wir legen aber nicht ab. Du darfst den linken Arm beugen. Einatmen, heb den Arm, dreh dich auf. Der Ausatmung einschrauben. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, dreh dich ein. Öffne den Arm und leg die Hand zum Boden ab. Komm mit deinem Gewicht ein bisschen nach hinten, löse deine Hände, die Arme gehen hoch und leg jetzt deine rechte Hand zu deinem rechten Bein ab. Setz dein Mula Bandha und länge dich in der linken Seite mit einer Einatmung. Ausatmend drehst du die Nasenspitze nach rechts zum Boden und neigst dich leicht nach rechts. Lass gerne einen sanften Ujjayi-Atem fließen. Nochmal Mula Bandha in deiner Einatmung, heb deine Arme nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Boden zurück. Und bring dein rechtes Knie zurück. Wir nehmen das linke Bein raus. Nochmal für dich. Schau zu deinem linken Fuß. Lege die Fußsohle komplett ab. Und nun spüre, wie du deine rechte Hand erdest. Löse den linken Arm. Dreh dich auf. Ausatmend drehst du dich ein. Einatmen, öffnen. Ausatmen, einschrauben. Tiefer entspannt bleiben, öffnen, ein. Ausatmen, einbringen. Einatmen, heb den Arm. Mit der Ausatmung leg die Hand zum Boden ab. Komm mit deinem Gewicht etwas zurück. Heb die Arme, einatmen, ausatmen. Die linke Hand zum linken Bein. Die Nasenspitze nach links zum Boden. Und wenn nötig, beug die Arme, sodass die Schultern tief gehen. Neige dich langsam nach links. Entspann deinen Blick. Löse die Zunge, sodass hier kein starker Druck am Gaumen ist. Und fühle deine rechte Seite. Setz dein Mula Bandha bewusst, heb den linken Arm einatmen. Der Ausatmung bring deine Hände zum Boden. Nimm dein linkes Knie zurück. Schiebe jetzt deine Schultern zum Becken, sodass dein Nacken lang ist. Achte darauf, dass der Kopf nicht hängt. Kannst du dir vielleicht auch ein bisschen vorstellen, da ist ein Buch auf deinem Hinterkopf und hat genau das richtige Gewicht für dich, sodass du hier das mühelos heben kannst. Streck dein rechtes Bein aus und nimm den linken Fuß dazu. Atme ein und schiebe dich ausatmend in deinen herabschauenden Hund. Knie beugen und mit deinen Fersen auf- und ablaufen. Gern den Blick einmal kurz zu deinen Füßen, sodass hier ein Abstand ist. Und lauf von hier mit vielen kleinen Schritten vor zu deinen Händen. Nimm die Hände zu deinem gegenüberliegenden Ellbogen und lass dich hier aushängen, beug die Knie, den Kopf darf ganz schwer werden. Bei jeder Ausatmung die Schwerkraft bewusst wahrnehmen und so den ganzen Rücken, die Schultern und deinen Unterkiefer komplett entspannen. Zwei Atemzüge. Und wahrnehmen, wo du die Atmung fühlst. Löse jetzt deine Hände. Stütz dich mit den Händen an den Schienbeinen ab für einen geraden Rücken. Einatmen.
Ausatmen, nochmal die Knie beugen. Und von hier roll dich mit hängenden Armen auf. Wenn du deine Schultern über dein Becken gebracht hast, hebst du deine Arme über die Seite nach oben, dein Blick geht hoch. Ausatmend bringst du den Bauch nach innen und deine Hände zum Herzen. Heb deine Arme über die Seite, dein Blick geht hoch. Und jetzt beug die Knie und fließe in die Vorwärtsbeuge. Stell den rechten Fuß jetzt weit nach hinten zurück. Nimm deine Hände an die Hüfte, richte dich nach oben auf. Die Schultern zurückreisen und der Bauchnabel geht nach innen. So, jetzt nimm bitte deinen rechten Unterarm an deinen unteren Rücken, deine rechte Hand an deinen Hinterkopf und schenk dir Länge, indem du mit dem Unterarm dein Steißbein ein bisschen nach unten drückst und mit deiner rechten Hand hier deinen Kopf nach oben ausstreichst, aber ohne dass jetzt die Hand den Kontakt verliert, sondern bleib hier. Lehn dich gerne noch etwas zurück in deine schützenden Hände. Atme ruhig und gleichmäßig. Du kannst dir dein rechtes Bein noch mal ein bisschen ausstrecken, wenn es angenehm ist, auch in dein linkes Knie sinken. Und dann komm mit dem Kinn etwas zum Brustbein, lege die Hände zum Boden ab und bring deinen linken Fuß zum herabschauenden Hund. Der Einatmung kommt vor in das Brett. Ausatmen in die Bauchlage. So, schieb hier ein Bein nach dem anderen etwas raus. Komm auf deine Unterarme in die Sphinx. Entspann dein Gesäß. Lass dein Kinn zum Brustbein sinken. Und dann drück nochmal in deine Ellbogen. Atme im Ujjayi. Und konzentrier dich wieder auf einen Punkt an deiner Halswirbelsäule, während du bewusst atmest, sodass du ausatmend diese Stelle gedanklich entspannst. Und sink jetzt zum Boden. Nimm die Hände neben deine Rippen. Halte deine Ellbogen am Körper. Stell deine Zehen auf. Schieb dich jetzt zurück Richtung Fersen, nach oben zum herabschauenden Hund. So, lauf zu den Händen vor. Nimm die Hände zu deinen Ellbogen, beug die Knie und häng dich aus mit zwei, drei tiefen Atemzügen. Lass die Schultern los, den Kopf, den Kiefer. Die Hände an die Schienbeine. Richte dich auf in einen geraden Rücken. Und mit der Ausatmung beuge deine Knie. Lass den Kopf bewusst los. Mit hängenden Armen roll dich auf. Wenn du dann die Schultern über dein Becken gebracht hast, hebst du die Arme, einatmen, ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, den Berg, die Arme heben. Leicht gebeugte Knie, komm in die Vorwärtsbeuge. Und stell jetzt deinen linken Fuß zurück. Und deine Hände an dein Becken und richte dich auf. Dein rechter Arm an deinen unteren Rücken, sodass du etwas nach unten schiebst. Die linke Hand an deinen Hinterkopf. Ja, und dann lass diese Linie ein bisschen länger werden. Gib dir einen sanften Zug mit deiner linken Hand nach oben. Einen angenehmen Druck mit deinem rechten Unterarm zum Steißbein nach unten. Ja, und wenn es für dich schön ist, lehn dich gern zurück. Gesicht entspannen
Das linke Bein ein bisschen durchstrecken, wenn du magst, und tief in dein rechtes Bein sinken. Mal einatmen. Mit der Ausatmung dein Kinn Richtung Brustbein. Leg deine Hände zum Boden ab und setz den rechten Fuß zum herabschauenden Hand. Jetzt bitte deine Knie zum Boden. Komm mit der linken Hand auf die, zu einer Faust und stütz dich hier ab. Deine Wirbelsäule ist stabil durch deine Bandhas, also vor allem durch dein Uddiyana Bandha, den Bauchnabel. Dreh die Handfläche zum Boden mit den Fingerspitzen zu deinem Knie. Je näher du an dein Knie kommst, desto möglicher ist es auch, die Handfläche zum Boden zu bringen. Schau einfach mal, wo für dich der Punkt ist, dass du in deinem Arm die Dehnung spürst. Achte auf deine Schulter, nimm sie Richtung Becken. Und ganz einfühlsam schiebst du jetzt dein Becken etwas nach hinten zurück. Und guckst mal, wo der Punkt ist, wo die Hand vielleicht den Boden verlassen würde. Und da gehst du bitte nicht weiter, sondern erdest dich nochmal mit allen Fingerkuppen zum Boden. Komm jetzt mit dem Becken ein bisschen vor, sodass der Zug sich löst. Und dreh die rechte Hand immer noch auf deinen Handrücken. Noch hier, der Bauchnabel ist innen, du bewegst dich leicht nach hinten. Nimmst deine rechte Schulter Richtung Becken. Und lass den Atem gleichmäßig fließen. Komm mit dem Becken wieder etwas vor. Lege deine rechte Hand ab. Linke Hand ablegen. Und jetzt mit deiner rechten Hand zur Faust zum Boden kommen. Dreh die Fingerspitzen Richtung linkes Knie. Die Handfläche ist am Boden. Nimm die linke Schulter von deinem Ohrläppchen Richtung Becken. Und auch hier, manchmal ist man an einer Seite etwas freier. Der Bauchnabel ist innen und du lehnst dich leicht zurück. Spreiz nochmal die Finger, drück die Fingerkuppen in die Erde. Bleib in der linken Schulter entspannt. Atme ein. Die Schultern entspannen, ausatmen. Komm langsam mit dem Becken wieder etwas vor. Und dreh nun die linke Hand auf den Handrücken. Bauchnabel ist innen, beweg dich etwas zurück für eine wohltuende Dehnung deines Unterarms. Einatmen und die Schultern Richtung Becken fließen lassen mit der Ausatmung. So, komm mit deinem Gewicht wieder etwas vor. Fächer deine Finger auf, streck nun dein linkes Bein aus, das rechte Bein ausstrecken, Bauchnabel ist innen und komm zum herabschauenden Hund. Lass dich hier gern wieder mit den Fersen ein bisschen auf und ab bewegen. Und lauf mit vielen kleinen Schritten zu deinen Händen. Entspann deinen Oberkörper, beug die Knie mit hängenden Armen langsam aufrollen. Wenn die Schultern über dem Becken sind, hebst du die Arme, einatmen, ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Öffne jetzt deine Arme zur Seite. Und bring deinen rechten Arm über deinen linken Arm in die Adlerarme. Lass dein Kinn zum Brustbein sinken. Vielleicht kommt die Stirn zu deinen Daumen. Und roll dich nur im oberen Drittel so ein bisschen ein. Und sich ganz leicht von links nach rechts drehen. Und an einem Punkt, wo du die Dehnung entlang des Rückens oder in deinem Schulterblatt vielleicht sogar entdeckst, bleiben.
Und in diesen Raum gedanklich deinen Atem hinströmen lassen. Langsam zur Mitte kommen, richte dich auf. Und nimm deine Arme zur Seite, einatmen, ausatmen, der linke Arm auf den rechten Arm in die Adlerarme. Und der Kopf entspannt und kommt vielleicht mit der Stirn zu deinen Händen. Roll dich ein bisschen ein, wirklich nicht tief. Lass aus diesem nach vorne gebeugt sein, eine kleine Bewegung von rechts nach links entstehen. Und dann beobachte, an welchem Punkt du hier eine angenehme Dehnung hast, und es dir möglich ist, deine Arme und Schultern zu entspannen. Finde zur Mitte zurück. Richte dich auf und die Arme zur Seite einatmen, ausatmen, leg die Hände auf deine Schultern, länge deinen Nacken und kreise ganz angenehm mit deinen Armen nach hinten. Die Ellbogen über vorne, gleichmäßig, lieber etwas langsamer, aber so gleichmäßig wie möglich deine Arme kreisen. Spür den Atem. Färbe ihn mit einem leisen Ujjayi-Ton. Und lass jetzt deine Arme nochmal nach hinten kommen. Löse deine Hände. Und dann setz dich tief, heb deine Arme in Utkatasana. Lass dich ausatmend nach vorne beugen, Uttanasana. Einatmen, deinen rechten Fuß zurückbringen. Und mit der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Fließ jetzt in das Brett. Und leg die Knie gern ab, nimm die Schultern zum Becken. Arme am Körper, sink zum Boden. Und nimm jetzt deinen rechten Arm zur Seite raus für die Flosse und nimm sie gerne auch ein kleines bisschen hoch. Winkel dein linkes Bein an und roll jetzt auf deine rechte Seite. Lass gern dein Knie vorne abgelegt oder stell den Fuß hinten auf, das, was für deine Schulter besser ist. Und deine linke Hand mit der Faust kannst du unter deinen Kopf legen, um hier den Kopf zu entspannen. Spreize bitte nochmal deine Handfläche auf, drück die Hand in den Boden. Also gib hier etwas Kraft mit deinem rechten Arm in die Erde. Und atme zwei, dreimal tief ein und aus. Gut, komm jetzt zurück in die Bauchlage, deine Hände neben deinen Rippen, kreise deine Schultern zurück, schieb dein Schambein zur Erde und heb dich in die Kobra. Atme ein und sink ausatmen zum Boden zurück. Finde hier in den Vierfußstand dein Becken über deinen Knien, leg deinen linken Arm schräg. Für das halbe schmelzende Herz wandere mit deiner rechten Hand vor. Der rechte Arm ist gestreckt. Man muss aber nicht ganz gerade, nicht schnurgerade nach vorne zeigen. Vielleicht willst du auch mehr nach rechts. Beobachte, wo an deinem Brustmuskel eine gute Dehnung für dich entsteht. Das ist vielleicht tatsächlich gerade, muss aber nicht so sein. Noch hier bleib verbunden mit deiner Hand zum Boden.
Bleib mit deinem Atem und somit auch mit dir verbunden. Konzentriere dich auf deinen unteren Rücken und da beginnst du erstmal rund zu werden, um dich aus diesem halben schmelzenden Herzen zu lösen. Streck dein rechtes Bein aus, nimm die Schultern zum Becken, Bauch nach innen, das linke Bein dazu und schieb den Boden nach vorne weg, sodass du zum herabschauenden Hund kommst. Lauf vor zu deinen Händen. Mach deinen Rücken gerade, einatmen. Und mit der Ausatmung tauch ab in die Vorwärtsbeuge. Beug die Knie, lass die Arme hängen und roll dich auf. Und wenn die Schultern über dem Becken sind, heb die Arme, einatmen, ausatmen, Hände in Anjali Mudra zum Herzen. Komm tief in Utkatasana ein, ausatmen in Uttanasana, dem linken Fuß weit zurück, folge mit deinem rechten Fuß zum herabschauenden Hund. Fließen das Brett, einatmen, ausatmen, leg gern die Knie ab, Schultern zum Becken und in die Bauchlage sinken. Nimm jetzt deinen linken Arm raus, ein bisschen nach oben. Und beug dein rechtes Bein. Roll dich jetzt auf deine linke Seite. Und denk daran, du kannst dein Knie gerne hier vorne ablegen, kannst den Fuß hinten aufstellen. Und dann mit deiner rechten Hand zum Beispiel als Faust unter deinen Kopf kommen. So. Und dann die Hand, die linke Handfläche nochmal mit den Fingern aufspreizen. Fingerkuppen. Ja, so gut es geht, den ganzen Arm mit einer leichten Kraft erden. Atme gleichmäßig. Lass dabei den Kopf, die Zunge entspannt. Und jetzt roll in die Bauchlage zurück. Und bring beide Hände neben die Rippen. Schieb die Beine aus deinem Becken etwas raus. Arme am Körper und Schambein zur Erde. Gleichmäßig Druck in beide Arme, heb dich in deine Kobra, einatmen, ausatmen, sink zum Boden zurück und drück dich in den Vierfußstand. Der rechte Arm geht schräg und dein linker Arm gerade nach vorne, muss aber nicht gerade sein. Vielleicht geht dein Arm auch etwas nach links. Und jetzt drücke deine linke Handfläche in den Boden. Atme und entspanne bei jedem Ausatmen deine linke Schulter, deinen gesamten Brustkorb. Nochmal einatmen, der Ausatmen, beginn im unteren Rücken rund zu werden, löse dich und komm in den Vierfußstand zurück. Die Schultern zum Becken, der Nacken lang, linkes Bein ausstrecken, den Bauch nach innen, rechtes Bein ausstrecken, aus dem Brett komm zum Hund. Lauf hier jetzt nach vorne zu deinen Händen. Komm in den geraden Rücken mit den Händen an deinen Schienbeinen. Einatmen, ausatmen. Uttanasana. Lass deine Arme bitte nochmal hängen. Roll dich auf
Heb die Arme nach oben, einatmen. Und mit der Ausatmung deine Hände zum Herzen. Nimm jetzt deine rechte Hand hinter deinem Rücken zu deinem linken Ellbogen. Nimm den Bauch nach innen und den Kopf etwas zurück. Neige jetzt dein linkes Ohr Richtung linke Schulter. Atme durch die Nase tief ein. Und in der Ausatmung entspannst du deine Schultern. In der Einatmung drückst du beide Füße in die Erde. Ausatmen, die Schultern weich zur Erde sinken lassen. Ein, beide Füße in die Erde. Ausatmen, entspannen. Dann komm langsam zurück mit dem Kopf zur Mitte. Wechsle deinen Arm und den Bauchnabel nach innen. Schieb den Kopf etwas zurück und leg dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter. Tief durch die Nase einatmen und noch mehr die Schultern entspannen, ausatmen. Ein, ausatmen. Bei die Füße in die Erde einatmen. Schultern weich werden lassen, ausatmen. Komm zurück, hebe deine Arme und verschränk die Finger. Lass deine verschränkten Finger an deinen Hinterkopf kommen. Und jetzt roll dich ganz langsam ein. Zum dein Kinn zum Brustbein, die Ellbogen ein bisschen zueinander und durch die Schwere deiner Arme entsteht ein leichter Zug an deinem Kopf. Drück gerne mit deinem Kopf ein bisschen dagegen, wenn sich das gut anfühlt. Atme. Beug die Knie. Roll dich ein bisschen weiter ein, sodass dein Kopf ungefähr auf Bauchnabelhöhe kommt. Und wieder wahrnehmen, wo du in deine Ausatmung entspannen kannst. Roll dich jetzt noch ein kleines Stückchen weiter ein. Entspann die Arme, die Schultern. Atme tief und gleichmäßig. Und dann beug die Knie nochmal großzügiger, löse langsam deine Hände. Lauf mit deinen Füßen mit vielen kleinen Schritten zurück zum herabschauenden Hund. Konzentriere dich auf deine Atmung, deine Schultern hoch Richtung Becken und leg jetzt bitte deine Knie zum Boden ab und deine Unterarme zum Boden und verschränk die Finger für den Delfin. Das ist ein bisschen eine stärkende Übung, die du aber für dich ganz gut steuern kannst. Du hebst jetzt deine Knie, also wie wenn du in den herabschauenden Hund gehen würdest. Aber wenn du merkst, dass die Schultern kollabieren oder dein Atem nicht mehr ruhig ist, legst du bitte einfach deine Knie wieder ab und atmest durch. So, komm mit den Füßen vielleicht noch mal ein bisschen zurück, wenn nötig. Und wir machen das dynamisch. Mit der Einatmung komm wie in einen Unterarmstütz nach vorne. Und mit der Ausatmung schieb dich zurück. Leg gern die Knie ab und setz einfach mal kurz aus oder fließe weiter. So 3 bis 5 Mal. Langsam und konzentriert. Und dich jetzt wieder zurückgeschoben hast, nimm die Knie zum Boden, nimm deine Fußrücken zum Boden und lauf mit beiden Händen vor in das schmelzende Herz. Stirn zur Erde und das Becken kann auch eher Richtung Gesäß gehen, wenn das für dich angenehmer ist, für den Nacken. Drück hier beide Hände in die Erde und bleib verankert, wenn sich dein Becken Richtung Fersen bewegt, sodass du hier schön lang wirst. Spür deinen Atem, ne? Fühle in dein Innerstes,
Auch hier bitte von deinem unteren Rücken langsam rund werden. Und langsam mit den Händen zu deinen Fersen laufen. Also zu den Knien laufen und dich auf die Fersen setzen. Ihr merkt schon, ich kann gar nicht mehr unterrichten. Es ist zu wenig. Mir fallen die Wörter nicht mehr richtig ein. Wir heben die Arme ganz leicht und drehen sie hier ein. Legen die Handrücken an den unteren Rücken. Und wie so Pinguinflügel, um den ganzen Rücken jetzt zu dehnen, führen wir die Ellbogen zueinander, das Kinn geht zum Brustbein. Und dann aktiviere deine ganze Muskelkraft und führe deine Ellbogen nach hinten. Im eigenen Atemfluss nach vorne, Kinn entspannen. Und langsam, wenn die Flügel wieder zurückgehen, richtest du dich auf und brauchst dazu die ganze Rückenkraft. Mach das nochmal. Gut. Hand hilfst du dir, deinen Arm so ein bisschen ja, zu halten, so ein bisschen näher an den Körper zu bringen. Bleib dann hier. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen rutsche hier wieder mit deinem Handrücken nach außen und wechsle. Hast die, der linke Arm, also die linke Hand, wandert ein bisschen hoch Richtung Schulterblätter und die rechte Hand hilft dir. So. Wenn du rund bist, löst sich der Zug ein bisschen. Wenn du wahrscheinlich mit den Ellbogen wieder dich ein bisschen nach hinten bewegst, zeigt sich die Dehnung im Arm. Mal einatmen und mit dem Ausatmen lösen. Verschränk die Finger an deinen Hinterkopf. Falls du jetzt einen Schneidersitz statt den Fersensitz hast, wechsel bitte dein Bein. Und wie die Elefantenohren gehen wir jetzt einmal mit den Ellbogen zueinander. Öffnen die Ellbogen, das Brustbein heben und atmen ein. Mit der Ausatmung wieder zusammen. Einatmen, öffnen, mach das für dich in deinem eigenen Atemrhythmus. Wenn du dann wieder geöffnet hast, bleibe und nimm deine rechte Hand Richtung Wirbelsäule, die linke Hand an den rechten Ellbogen. Führe hier den Arm entspannt Richtung Hinterkopf. Ja, falls du hier den Kopf an deinem Arm anlegen kannst, drück hier sanft gegen den Arm, damit der Nacken noch mal lang wird. Und atme tief. In welcher Lunge atmest du jetzt in deiner Vorstellung, in dieser Haltung? Mal wahr, wie sich das anfühlt. Nochmal ein. Und dann die Hände an den Hinterkopf. Zurück zu den Elefantenohren und wechsle. Rechte Hand an den linken Ellbogen. Der Kopf drückt gegen den Arm, falls du ihn berührst. Und die Wahrnehmung nach innen bringen zu deinem tiefen Atem. Und vielleicht fühlt es sich ein bisschen anders an in deiner Vorstellung, die Verteilung in deinen Lungen. Atme hier nochmal ein. Und löse ganz langsam beide Hände. Gut, komm etwas vor. Schwenke mit deinen Unterschenkeln aus. Und strecke beide Beine nach vorne aus.
So, nimm dir dein Sitzfleisch ein bisschen von deinen Sitzknochen, den Bauchnabel nach innen und roll dich gemütlich nach vorne in eine sitzende Vorwärtsbeuge. Na, schau, wohin du deine Hände ablegen kannst oder dass deine Hände greifen können. Lass deinen Kopf komplett los und bleibe hier im Stillen. Für circa 5 Atemzüge ganz für dich mit deinem Atem. Den Bauchnabel nach innen und richte deinen Oberkörper auf. Nimm dein rechtes Bein zu dir heran, flex den linken Fuß und laufe hier entspannt mit den Händen vor. Entspann den Kopf. Vielleicht kannst du zwei den Nacken entspannen. Genieße hier deine 3 Atemzüge. Leg deine Hände ab, um dich aufzurollen. Und kreuze einfach dein linkes Bein heran. Heb die Arme nach oben, einatmen. Und mit der Ausatmung dreh dich nach rechts und deine linke Hand an dein Knie. Entspann deine Schultern. Geh mit deinem Kinn wie beim Nein sagen von rechts nach links und spür dabei in deinem Nacken, an welcher Stelle du entspannt bleiben kannst. Und dann hilfe dich zu bleiben. Du kannst trotzdem weiter drehen. Ja, deine Wirbelsäule ein bisschen ausbringen. Gib dann beide Arme nach oben an, ein. Dreh dich kurz gegen in die linke, zur linken Seite. Mit der Einatmung heb die Arme. Und ausatmend bring deine Hände hier zu deinen Schlüsselbeinen. So, lass deine rechte Hand jetzt, also gern auch an die Haut, deine rechte Hand. Ist direkt auf deinem Körper, die linke Hand auf der rechten Hand. Schieb nun deinen Kopf etwas zurück. Guck ein kleines bisschen, also dreh die Nasenspitze ein kleines bisschen nach links und neige dann hier den Kopf zurück. Also bist hier nach links geneigt mit dieser ganz kleinen Drehung, so dass jetzt hier von, ja, also am das, was ich damit erzielen möchte, ist, vielleicht kannst du spüren, hinter deinem Ohr bis zu deinem Schlüsselbein. Die Hand liegt nicht nur auf, sondern sie drückt ganz sanft und schiebt Richtung Erde. Nochmal ein und super langsam, bring deinen Kopf zurück. Lege deine Hände entspannt ab. Dein Brustbein ist angehoben. Kinn zum Brustbein. Und dann nur einen Viertelkreis nach links. Komm zur Mitte zurück. Lass die Schultern entspannt. Dann leicht nach rechts. Also machst nur einen halben Kreis von links nach rechts. Wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, heb dein Kinn an, stelle deine Füße auf und streck dein rechtes Bein aus. Nimm den linken Fuß heran. Ein bisschen dein Sitzfleisch weg von deinen Sitzknochen.
Flexe deinen rechten Fuß zu dir heran und lauf dann langsam mit den Händen vor. Ganz gelöst in der Wirbelsäule. Wenn möglich, die Stirn ablegen. Und über den Atem den Weg nach innen zu dir finden. Und hier ganz entspannt und bewusst zu atmen. Noch einmal wirklich vollständig für diese Haltung ein. Ausatmen. Roll dich auf. Und nimm jetzt dein rechtes Bein zu dir heran. Den Schneidersitz. Hebe deine Arme. Einatmen. Und mit der Ausatmung dreh nach links. Entspann die Schultern. Führe mit deinem Kinn diese Nein-Bewegung durch. Langsam und bleib an der Stelle, an dem es sich für den Nacken gut anfühlt. Die Schultern lösen mit der Ausatmung. Und gerne auch nochmal deiner Brust, nicht nur, ja, deiner gesamten Wirbelsäule dieses Ausbringen schenken. Dich achtsam weiter nach links aufdrehen. So, hier mit deinem nächsten Einatmen deine Arme zur Mitte nach oben an und dreh kurz gegen nach rechts. Einatmen, heb die Arme nach oben. Und leg deine Handflächen unter deinen Schlüsselbein ab. Die linke Hand bleibt hier. Komm gerne auf deine Haut mit der linken Hand und leg deine rechte Hand auf die linke. Der Bauchnabel ist innen. Der Kopf geht ein bisschen zurück und die Nasenspitze dreht mal ein ganz kleines bisschen nach rechts. Und dann lehn den Kopf leicht nach hinten, neige ihn nach rechts und fühle, wenn möglich, hinter deinem Ohr bis zu deinem Schlüsselbein die Dehnung. Lass deinen Kiefer entspannt und beobachte deinen Atem. Und ganz langsam kommt der Kopf zurück. Leg die Hände entspannt ab. Dein Brustbein angehoben. Kinn Richtung Brustbein. Mit diesem halben Kreis. Wenn du magst, kann auch gerne ein ganzer Kreis daraus entstehen. Ja, nimm die Variante, die sich richtig für dich anfühlt. Bei den ganzen Kreisen, dann bitte auch in die andere Richtung. Wechseln. Bring dein Kinn zum Brustbein zurück und bring deine Fußsohlen in die Sternhaltung zusammen. Lege deine Hände verschränkt an deinen Hinterkopf, roll dich langsam nach unten. So, wie es für dich passt, kannst auch gerne die Hände ablegen. Und mit den Händen an deinem Hinterkopf darfst du gerne wieder sanft mit dem Kopf so ein bisschen deine Hände antworten. Also, dass eine ganz subtile Kraft in deiner Nackenmuskulatur aufgebaut wird. Dein Kiefer bleibt entspannt. Atme bewusst. Und dann löse deine Hände. Roll dich langsam nach oben auf. Nimm die Hände zu den Knien, sodass die Beine jetzt zusammengebracht werden können.
das Becken etwas zu den Fersen. Halte dich fest und roll dich zum Boden ab. So. Wir gehen in das Krokodil. Die Arme kommen zur Seite. Nimm dein Becken gerne mal so ein bisschen weiter nach rechts. Und die Knie zu dir heran. So, und jetzt stoppen. Jetzt drücke deine rechte Schulter Richtung Boden, während du langsam deine Beine nach links ablegst. Die Schulter kann sich vom Boden lösen, aber vielleicht bleibt sie sogar da. Die linke Hand legst du auf dein Knie. Heb deinen Kopf jetzt bitte in der Luft an und leg den Kopf gerade ab. Oder dreh ihn in der Luft nach rechts und leg ihn nach rechts gedreht ab. Aber in der Luft drehen, sodass hier eine Kraft aufgebaut wird. Entspann jetzt bitte den Bauch. Entspann den Kiefer. Atme weich, aber ganz tief ein und langsam aus. Achte bei jedem Ausatmen diesen Kontakt deines Rückens zur Erde bewusst. Vielleicht auch durch einen sanften Druck mit deinem rechten Arm am Boden. So, löse jetzt langsam, stell die Füße zurück vor deinem Becken auf. Heb dein Becken und roll die Wirbelsäule gerade in der Mitte ab. Spüre deine Schultern in einer Linie und versetz dein Becken nach links. Nimm die Knie zu dir heran und bevor du jetzt einfach die Beine nach rechts ablegst, drück dein linkes Schulterblatt bewusst in die Erde. Ja, kein Kampf, so ganz friedlich, einfach nur dieser Impuls. Vielleicht bleibt die Schulter am Boden. Vielleicht löst sie sich, das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist der Impuls. Und dann kommt die rechte Hand gerne auf dein Bein. Heb den Kopf, leg den Kopf gerade lang ab oder dreh in der Luft nach links. Einatmen, aufstellen. Heb dein Becken und bring dein Becken zur Mitte zurück. Nimm deine Knie in ein Päckchen, schaukel dich jetzt ein bisschen. Du kannst auch gerne kreisen. Gerne für einen Moment das Päckchen in Ruhe genießen. So, streck dann deine Beine aus. Flex die Füße zu dir heran. Halte deine Arme ganz nah am Körper. Die Handflächen zeigen zueinander. Und jetzt drück in deine Ellbogen. Wir gehen nicht in den Fisch, also in den Kopf. Nicht in den Nacken. Wir lösen nur die Wirbelsäule vom Boden, wenn es möglich ist. Ja, wichtig ist der Druck deiner Arme in den Boden. Nochmal einatmen. Ausatmen, langsam ablegen. Und das jetzt rhythmisch für dich mit der Intensität, die sich gut anfühlt, wiederholen. So 3 bis 5 Mal. Und dann leg den Oberkörper ab
Nimm die Knie zurück an die Brust. Kreise. Da schaukel dich ein bisschen. Und dann leg die Beine ab für dein Shavasana, für deine Entspannung. Leg dir gerne etwas unter deinen Kopf, sodass dein Nacken ja, in seiner ganz natürlichen S-Kurve bleiben kann. Nicht übertrieben lang ziehen, aber auch nicht den Kopf zu stark in den Nacken schieben. Einen tiefen Einatmen. Schließ ausatmen die Augen. Spann dabei deine Schultern. Atme ein und spüre den Rücken. Atme aus und entspanne deinen gesamten Rücken auf der Erde. Fühl jetzt deinen rechten Arm. Atme ein. Lass ihn ausatmend ganz schwer werden. Fühl jetzt deinen linken Arm einatmen, ausatmen. Der linke Arm darf sich schwerer anfühlen. Und jetzt fühl beide Arme, deinen Rücken. Und schwer wie Blei werden. Dich angenehm in den Boden sinken lassen. Verbinde dich mit dem weichen Fluss deines Atems. Erlaube jetzt auf deinen Beinen weich, entspannt und schwer zu werden. So dass nun dein ganzer Körper in einer angenehmen Ruhe sein kann. Finde diesen Punkt in dir und verbinde dich mit ihm. Und damit du dich erholen kannst, und zur Ruhe kommen kannst.
Finde immer wieder zu dem Punkt der Ruhe, deinem Atem zurück. Lass dich in diesem Punkt bei dir ankommen. Beginne langsam den Atem zu vertiefen. Atme mit Genuss und mit Leichtigkeit, sodass nochmal die ganze Energie durch deinen Körper fließen kann. Energie Prana fließt durch deinen entspannten Körper, durch jede Zelle. Und dann nähere dich nochmal so mit ein paar bewussten Atemzügen, mit Kraft, mit Leichtigkeit, mit Zuversicht. Und bring hier jetzt langsam auch wieder die Bewegungen in deinen Körper zurück. Ins fürsorgliche, wohltuende Bewegungen. Beginne dich zu regeln. Dann streck dich einmal durch. Komm jetzt langsam zurück zum Sitzen. Ja, und abschließend eine Übung, die man sich vorstellt, aber sie hilft mir, vielleicht hilft sie euch auch, wenn ich manchmal, gerade wenn es so kalt ist, merke, dass meine Schultern immer hochgehen, dann stelle ich mir immer wie an so einer schönen Luftmatratze, die man im Sommer benutzt, dieses Ventil vor, also eins rechts, eins links auf den Schultern und unterstützt es mit einem Geräusch, also mit diesem Geräusch, was man ja auch hört, wenn man die Luft rauslässt, dieses Pfff. Konzentriere dich jetzt mal auf deine rechte Schulter, atme ein. Ja, und werde ruhig albern und mach ein Pfff. Entspann deine rechte Schulter, lass die Spannungen ausfließen. Und dann geh gedanklich zu deiner linken Schulter, atme ein. Und mit dem Pfff ausatmen. Und gerne nochmal für beide Schultern. Gut, deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Die Stirn zu deinen Fingerspitzen sinken. Und sei dankbar für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die du dir geschenkt hast. Verneig dich mit dieser Dankbarkeit vor deinem wahren Ich und vor allem Höheren. Namaste.